Yo YouTube, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal. Dritter Tag am Stück, an dem es jetzt für mich ins Stadion geht. Ich befinde mich gerade noch in Rom im Hotel. Wir haben 6.30 Uhr, gleich geht es am Flughafen. Da geht dann um 10.10 Uhr der Flieger nach Frankfurt und vom Frankfurter Flughafen direkt ins Stadion. Wir haben nicht mal mehr Zeit nach Hause zu gehen. Ich hoffe, das klappt alles. Ich hoffe, wir kriegen unsere Taschen irgendwo unter. Und dann steht einen geilen Samstag in Frankfurt auch nichts mehr im Wege. Also, ich nehme euch da auch wieder mit auf die Reise. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert das Ganze, abonniert den Kanal. Ganz wichtig, checkt auch alle Social Medias. Viel Spaß beim Video. Let's go. Achtung morgens. Und am Flughafen erstmal ein Stück Pizza reinfetzen. Freunde, außerdem freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass ich mit der AXA-Agentur Summa einen neuen Kooperationspartner habe. Dieser bietet unter anderem Zahnzusatzversicherung an. Checkt dafür hier einfach den QR-Code ab und unten die Videobeschreibung. Das kann euch in Zukunft extrem viel Geld und Nerven sparen. Jeder hat bestimmt schon mal mitbekommen, wie teuer Zahnbehandlungen sein können. Über den Link könnt ihr einen Fragebogen ausfüllen und euch ein unverbindliches Angebot zukommen lassen. Okay, das hier ist unser Flieger 10.10 Uhr nach Frankfurt, Gate A63. Das heißt, wir müssen einmal nach da hinten. Gerade in Frankfurt gelandet und es ist immer so schlimm, wie weit du laufen musst vom Flugzeugausstieg, bis du am Bahnhof bist, also wo du dann Zug fahren kannst. Halben Marathon, hast mein Leben, ey. Wir müssen gucken, dass wir jetzt gleich beim Kollegen die Taschen unterkriegen. Danke da schon mal, Max. Da hab ich richtig Bock drauf. Und dann geht's ins Stadion. Let's go. Hier ist 8 Offenbach aus, fährt direkt ins Stadion. Die nehmen wir. Haben uns jetzt eben noch was Kleines beim Bäcker geholt. Und dann sind wir auch gleich schon da. So, ausgestiegen, geht's hier ins Stadion durch das Waldstück, hab mir hier eine Rindswurst geholt, hier einen Radler und da sind unsere Taschen, da warten wir jetzt drauf, dass wir die abgeben können. Oh Leute, Mann, es pisst hier wie Sau und wir müssen hier hocken, können uns nirgendwo unterstellen, außer halt hier unter den paar Bäumen und müssen warten, bis wir unsere Taschen abstellen können. Vorher können wir einfach nicht ins Stadion. Ich hoffe, es hört gleich auf, wir werden nicht allzu nass. Wenn wir gerade mal die Zeit nutzen, um auf die Tabelle zu schauen, sehen wir ein direktes Duell zwischen Mainz und Frankfurt. 8. gegen 9. Mainz ist 2 Punkte vorne. Extrem spannend. Mainz darf auf keinen Fall verlieren, sonst ist Frankfurt an Mainz vorbei. Aber wenn man Richtung Europa will, muss man heute auch gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen mitnimmt, kann Mainz es noch schaffen, in die Euroleague einzuziehen oder vielleicht die Conference League, je nachdem, was halt dann eben noch drin ist. Von mir aus kann Mainz auch an Leverkusen vorbeiziehen. Bedingung ist, Leverkusen gewinnt die Euroleague und qualifiziert sich damit dann für die Champions League. Das wäre mein Traum. Mainz Euroleague, Leverkusen Champions League. Geil. Ansonsten, wenn wir auf die Form schauen, beide Mannschaften aktuell nicht mehr so stark. Ne? Mainz mit dem letzten Sieg gegen Bayern 3:1, dann aber gegen Wolfsburg und gegen Schalke verloren. Und Frankfurt auch mit Problemen derzeit. Mal gespannt, was uns heute erwartet. Ob es später beim Spiel auch regnerisch ist, wäre geil, weil das ist ein Zeichen für Fight. Schaut euch mal diese Aussicht an. Das Skyline hier hinten und direkt vor uns das Stadion. Da geht es jetzt gleich rein. Ich habe richtig, richtig Bock. Da hört man schon die Mainzer aus dem Stadion. Freunde, hier sind unsere Plätze. Man muss der Eintracht halt lassen, dass dieses Stadion brutal geil ist. Noch relativ leer dahin. Aufgeblendet ist euch aber direkt mal hin. Ich
ich hab Angst vor dem Kolo Muani, sonst nehmen wir den Griff. Unser Jungs sind auch draußen. Aufstellung kommt. Stacholi im Zentrum ist extrem gespannt darauf. Geil, Mann, ich hab so Bock. Mainzer sind so laut gerade. Ich check's nicht. Jetzt mal Auswärtsblock hier wieder Frankfurt. Also das fuckt mich so ab. Frankfurt, aber man muss sagen, Frankfurt ist auch deutlich besser im Spiel drin. Was aber halt abfuckt, ist jetzt Elfmeter gibt, wo Frankfurt die ganze Zeit zu dumm ist, ihre Chancen zu machen. Oben Zentner! Oben Zentner! Oben Ich schwör's euch, Mainz lässt sich komplett an die Wand spielen gerade. Ich weiß nicht, was da los ist. Hat aber auch seine Vorteile mit dem Platz hier. Kommen, sonst geht es hier ganz, ganz böse aus. Mainz hat null Chancen, eine einzige Möglichkeit gehabt, das war's. FSV, FSV, FSV! Komm, uns irgendwie. Schalke kriegt auch richtig einen auf den Deckel. Schade. Schalke aber in Dortmund wahrscheinlich schnell eine gute Chance. Aber vorbei. Aber Mainz ist jetzt auch mit Frankfurt eine Chance hatte. Besser aus der zweiten Halbzeit. Ich sag, das war der finale Stoß. 3-0 Frankfurt. Nein!
nicht machen! Ey, Pack! Verloren, aber die Stimmung war trotzdem top. Ja, war halt auch einfach verdient, dass Frankfurt gewonnen hat, muss man ganz klar sagen. Ach Leute, ich bin K.O. Game over. Fix und fertig, ehrlich. Das war so eine krass anstrengende Woche. Ich bin jeden Tag 20.000 bis 30.000 Schritte rumgelaufen. Ich war jetzt heute den dritten Tag am Stück im Stadion. Immer versucht auch teilweise mit Stimmung zu machen. Meine Stimme hat darunter echt gelitten auch, aber es hat sich gelohnt. Also Fußball ist wirklich, ich merke immer wieder, wie ich da drin aufgehe, wie ich Gänsehaut bekomme, wenn es laut wird, wenn irgendwas richtig Geiles im Stadion passiert, ob es jetzt bei AS Rom war, ob es bei Lazio war, ob es heute mit Mainz in Frankfurt war, wo wir auch echt übertrieben gut Stimmung gemacht haben. In Frankfurt, wirklich Chapeau da an jeden, der mitgemacht hat. Es hat brutal Bock gemacht, es war saulaut zwischendurch von unserer Seite, obwohl wir als Mannschaft heute kein gutes Spiel gemacht haben, in meinen Augen. Nächste Woche, letztes Heimspiel der Saison gegen Stuttgart. Wenn ihr dann noch kein Ticket habt, organisiert euch auf jeden Fall noch eins. Das wird auch sehr, sehr geil. Zum Saisonabschluss geht es dann auch nochmal nach Dortmund. Da werde ich auch am Start sein. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben ja da das Auswärtskontingent komplett ausgeschöpft. 8.000 Leute fahren nach Dortmund. Das wird auch sau, sau fett. Euch wünsche ich einen schönen Muttertag. Denkt dran, falls ihr es noch nicht gewusst habt, morgen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist Muttertag. Holt eure Mutter Blumen, irgendwas Kleines, sagt ihr ein paar nette Worte, macht euch einen schönen Tag mit ihr gemeinsam und dann einen guten Start in die nächste Woche. Bleibt gesund, lasst ein Like da, kommentiert das Ganze, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Peace out.